Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Dr. Brausefrosch und mit Sashi hier in den Studios von Schoki Banoki. Ja, in den Studios, da hat er wohl recht. Ja. Wir haben heute den 4. April. Ja. Und heute am 4. April hat Sammy Khedira, wie heißt er? Khedira. Khedira, unser Weltmeister, ja, hat Geburtstag. Und magst du ihn als Spieler? Ich versuche gerade hier mit der Präsentation klar zu kommen. Also, so. Heiser, Sammy Khedira, da mit kurzen Haaren. Ja, hier. Ich habe nie verstanden, was denn? Wie gerade in der Bundesliga, ja, was denn? 22 hochbezahlte Akteure einem einzigen Ball hinterherlaufen, der, wenn es hochkommt, 100 Euro kostet. Die haben Millionengehälter. Ja, leckt mich doch am Arsch. Und holt euch doch einfach ein und gut ist. Dr. Brausefrosch, du hast gerade überhaupt keinen Plan von dem, was du da erzählst. Da hast du vollkommen recht. Das ist Sammy Khedira. Und der ist ja, kennst du den noch mit langen Haaren? Ja. Ja, so. Sah richtig scheiße aus, fand ich. Da sieht er ganz gut aus, finde ich. Seit er mit dieser Germany's Next Topmodel Tussi unterwegs war. Die sind auch nicht mehr. Ne? Nee, ach, das ist ja Hund, das ist ja Asper. Sag mal, wo kommt der Sammy Khedira eigentlich ursprünglich? Also wo hat der Wurzeln her? Tunesien. Ja? Bin ich der Meinung. Okay. Ja. Ja, ja, genau. Position? Immer hinten dran. Ausputzer. Immer schön hinten dran. Ja. Du hast noch was, mitgebracht zum 4. April? Erklär nochmal, was ist. Das sind so Bewegungen mit der Hand und gepfiffen einfach nur. Ah, okay. Hat ja, also ja, nichts Besonderes zu bedeuten. Nee, nee. Am 4. Genau. April 1940 entdeckt die finnische Astronomin Liisi Oterma den Asteroiden Kalm. Zeig. Da ist er. Der Asteroid erinnert an den finnischen Entdecker, Botaniker und Agrarökonom Per Kalm. Daher also auch der Name. Und jetzt habe ich euch auch noch ein bisschen was dazu mitgebracht. Also hier sehen wir Dr. Brausefrosch wieder. Ja, ja, ja. Hör zu, lernst du vielleicht noch was fürs Leben. Als Asteroid. Was machst du denn da? Ja. So. Als Asteroid vom altgriechischen Asteroides, deutsch sternenähnlich, werden astronomische Kleinkörper bezeichnet, die sich auf Keplerschen Umlaufbahnen um die Sonne bewegen, größer als Meteoriten sind. Diese sind Millimeter bis Meter groß, aber kleiner als Zwergplaneten, also 1000 Kilometer. Mhm. Du fragst. Wie der Pluto beispielsweise. Zum Beispiel. Du fragst, was ist die keplerische Umlaufbahn? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich. Sehr gute, ja, ja, Frage. Ja, ja. Wollte ich gerade wissen. Anhand dieser weiteren Zeichnung zeigen. Ja, ich frage. Hier sehen wir die keplerische Umlaufbahn. Die Keplerbahnen sind, auch im Mathematischen werden sie genutzt, als Lösung des Zwei-Körper-Problems. Bedeutet, wenn sich in der klassischen Himmelsmechanik, bei dem zwei Massepunkte unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Masseanziehung bewegen. Man muss sich das so vorstellen, Erde und Mond stehen in einer gemeinsamen Abhängigkeit, was die Anziehungskraft ihrer Masse angeht. Ja. Ja? Mhm. Und das ist genau das Gleiche, was eben mit Asteroiden passiert, die in diesen keplerischen Umlaufbahnen sind. Meistens um die Sonne herum. Das heißt, sie kommen nicht einfach ins Sonnensystem und verschwinden und werden dann nie wieder gesehen, sondern sie kehren wieder. Ja, klar. Durch die Anziehungskraft der Sonne und deren Planeten wird der Meteorit, sage ich fast schon, der Asteroid zurück. Fast hättest du Meteorit zurückgeholt, gesagt, ja, in diese Umlaufbahn, die kann auch elliptisch sein, nicht elliptisch, elliptisch sein. Mhm. Muss also nicht immer kreisrund sein, aber so viel für heute. Genau. Also, ja, ist ja schon interessant, so wie du das so erzählst. Ne? Das war es auch von meiner Seite aus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. So, da bin ich wieder. Ach, guck mal, Dr. Brausefrosch war eben noch hier. Ja. Jetzt nicht mehr. Du wirst nicht glauben, aber der eine oder andere Zuschauer hat mir geschrieben, wir sehen uns ähnlich.
Du und Dr. Brausefrosch? Ja. Du hast, der hat doch gar keine, du hast doch eine Brille. Nee, er hat eine Brille, so rum. Ich brauche keine Brille. Du brauchst keine Brille. Nein, ich sehe wie ein blinder Adler. Ja, am 4. April, also heute, wurde auch das Buch Max und Moritz veröffentlicht. Ui, ja. Heute? 1865 von Wilhelm Busch, da erschien das, ja. Okay. Hier, Max und Moritz, hier die beiden. Wer ist Max und wer ist Moritz? Der eine ist Max und der andere ist Moritz. Du weißt nicht, wer Max ist und wer Moritz ist. Doch, der Moritz. Jetzt hast du 50-50 Chance. Der Moritz, warte mal. Weißt du's? Ja. Du bist doch Dr. Brausefrosch. Nein, das hat er mir eben noch gesteckt, als ich ihn gesehen habe. Das da ist Moritz. Okay. Und das ist Max. Hervorragend falsch. Echt? Das ist Max und das ist Moritz. Das ist Max und das ist Moritz. Oh mein Gott. Oh. Der mit den Haaren ist... Allgemein Wissen. Wieso hat eigentlich Moritz keine Haare? Wieso hat Moritz keine Haare? Natürlich hat er Haare. Da hatten wir einen hohen Scheitel, eine Deckerstirn und da oben noch die Locke. Aber der ist doch ein Kind. Bobbelsche. Was? Du hast es versaut. Hör auf, davon abzuhören. Ja, auf jeden Fall, Max und Moritz ist am 4. April... 1865 erschienen. Anfänger. Am 4. April 1963, und zwar 2 Jahre vor, aber 100 Jahre nachdem Max und Moritz erschienen sind. Jetzt könnt ihr ein bisschen... Ja, natürlich. Das öffnet im frisch gegründeten ZDF das Kriminalmuseum als dessen erste Krimiserie. Das heißt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, ZDF super frisch noch, bringt die erste eigene Kriminalserie raus. Und die hieß Kriminalmuseum. Und die hieß das Kriminalmuseum. Insgesamt 41 Folgen zwischen 1963 und 1970 produziert. Und angeblich handelt es sich um authentische Fälle, die dann nachgespielt wurden, mit jeweils veränderten Personen und Ortsnamen, wobei man sich deutlich an der vom NDR seit 1958 produzierten Sendereihe Stahlnetz orientierte. Ja, das kennt man. Und das waren keine wiederkehrenden Schauspieler, das waren immer andere Schauspieler, sowohl auf der guten als auch auf der Bösewichtseite. Das war immer wie beim Tatort, so ein bisschen. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Fan von Tatort. Aber hast du Kenntnis über den Tatort grundsätzlich? Und die damaligen Größen des deutschen Fernsehens haben da auch alle mitgespielt. Ja, das war das Kriminalmuseum. Sehr schick, guck mal hier. Und das ist am 4. April das erste Mal. Genau. Siehst du? Heute, 4. April. Was da alles passiert ist, Hammer. Da war das Kriminalmuseum, da war Max und Moritz, da war Sammy Khedira, der Geburtstag hat. Happy Birthday nochmal übrigens. Und was war noch zwischen uns? Sagen wir Tschüss. Also da war noch Brausefrosch mit seiner Ellipsenzeug. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Nee, kriegst du ja gar nicht mit. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß, ciao.